Ach, na klar, die greifen mich ja wieder an. Ja, ich bin ja der Böse. Das bist du. Frech. Und noch ein Stein. Föhn. Gibt es eine Tiere? Ach, hier waren wir ja, ne, oder? Von hier kommen wir doch. Ja. Aber das ist eine andere Hütte, weil hier ist jetzt alles irgendwie. Ach so. Wieder da? Eigentlich haben wir doch alles kaputt gemacht hier. Seine sind dann die Fuße der Schlucht. Aha. Okay. Also gibt es halt wieder so ein Stein. Ja. Ja doch, hier waren wir doch schon. Aber das ist. Hä, das ist dieselbe Hütte. Spawnt das alles wieder irgendwann? Nee, noch eigentlich noch nicht. Ey, das dürfte eigentlich nicht sein. Okay. Alright. Ah, es gibt so viel zu entdecken schon wieder hier oben. Ja. Da will ich nicht hin. Ich will da hin. Oh Gott. Ich lasse die andere Ebene lieber zu. Ja? Ja. Na gut. Ja, willst du mal sehen? Ja, erzähl mal. Ja, gut. Lass mal lieber zu, oder? Lassen wir zu, aber nie gesehen haben wir das. Das ist halt wirklich so, die sind alle oberhalb. Ach Mann, das ist... Das ist viel. Das hat ja schon Ubisoft-Ausmaße hier. Das ist doch wahr. Kann man doch auch irgendwas aufmachen oder nicht? Versuchen wir hier hoch zu gehen. Vielleicht ist hier irgendwas. Ja. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los, ey? Ich hab schon gar keine Ahnung mehr, wo du bist. Ich habe eine Fackel in der Hand. Ja, die vorhin auch, aber frag mich mal, wo die hinkommt. Ah. Houdini. Ablegen? Nee. Da drüben bist du. Gottes. Ja, ich bin hier drüben. Ja. Hä?
Hallo? Was bin ich denn für ein Tampon jetzt geworden? Wieso habe ich denn, den wollte ich für mich auswählen? Ist ja frech jetzt. Weißt du? Ist der falsche. Ja. Oh, Jedi. Du brauchst Jedi, ja. Was passiert denn hier? Was machst du denn? Oh, oh, okay. Ach so, ist klar, du steuerst das Vieh. Ja. Erstmal mit dem Fell durch Lagerfeuer gehen, ist richtig. Und ich muss mich zerlegen, damit ich hier reinkomme. Ah, okay. Brauch meinen Oberkörper. Ach so, du bist da drin schon, okay. Ja, ja. Ich bin. Ja, ja, genau. Komm hin! Was auch immer ich gerade tue. Ich hab so einen Schlüssel eingesammelt auf jeden Fall. Irgendwann im Laufe des. Ich steh die ganze Zeit X drin, aber. Ist ach so! Ja. Siehst du meinen Schweif? Ah. Hey, was? Naruto Run oder was? So, wir haben jetzt also irgendeinen Code erhalten. Für eine Mine. Na. Kann ich hier nochmal ran? Nee. Minenanlage. Strauch im Weg. Riesen. Also nochmal. Minenanlage Tür Nummer 2. Mhm. Alright. Alrighty then. So, da komme ich nicht weiter. Das war es hier oben auch, glaube ich, ne, oder? Oh ne, hier komme ich noch hoch. Aber nicht weiter hoch, so wie das aussieht. Schade eigentlich. Reicht hier rum? Sieht danach aus. Ja, was haben wir denn hier? Wie mache ich das denn? Anakin, denk daran, was ich euch gemacht habe. Ja, Meister. Ein gesunder Bart braucht tägliche Pflege. Hä? Hey? Finde ich cool, dass sie miteinander reden. Weil ich Anakin bin. Ach so. Ja, gut. Okay, hier weiß ich jetzt gar nicht. Muss dann gleich irgendwie aufgemacht werden. Weiß er nicht? Nee, also, weil ist schottendicht. Ja, das stimmt. Die Schotten trinken auch sehr viel. Ja, gut, klar. Tragen aber auch viel. Ja. Aber wenn ihr zu viel trinkt, dann sind die Schotten dicht. Was zum Teufel hab ich jetzt denn hier gemacht? Weiß ich nicht. Die Containerbahn spielt und ein Skelett ist hier. Gehen wir mal wieder. Gut. Gut. Das ist der Papa Shango, war das. Jetzt, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Ja. Aber gut, sehr, sehr gut. So, wen haben wir hier? Undertaker. Nee, so, ach, guck mal an. Ach. Ich kann meine Farm sehen. Unsere kleine Farm. Unsere kleine Farm. Weiß man nicht, eine Serie? Ja, genau. Oh, das ist auch schon ewig hier. 90er? Kennst, ja, 80er, oder? Ich glaube, Ende 80er, Anfang 90er, sowas. Ja. Kennst du noch, das, die Familienshow hier, Familienduell? Oh mein Gott, ja. Mit Werner Schulze-Erdl? Ja, na klar. Da gab's doch auch, irgendwie,
Wir haben 100 Leute gefragt, nennen sie eine bekannte Serie aus den 90ern oder sowas. Ja. Und dann mussten sie alle halt was sagen und der Letzte, den er gefragt hat, der hat das letzte Wort, so, ne? Genau, ja. Und dann sagten die sowas wie unsere kleine Farm, rauchende Colts, dann wieder unsere kleine Farm, rauchende Colts, unsere kleine Farm und der Letzte sagte dann unsere rauchende Farm. Super witzig. Das fand ich klasse. Mega. Ach ja, ach Gott. Es gab ja auch damals noch Glücksrad. Gab es auch noch. Was? Glücksrad gab es ja damals auch noch. Ja, Glücksrad. Ruckzuck. Ruckzuck, ja. Oh Gott, wie hieß das andere? Der Preis ist heiß. Ja. Da ging der weit zurück jetzt. Was ich immer ganz cool fand, ist, war XXO, Fritz und Co. Oh, das sagt mir noch was, aber ich hab's jetzt gerade gar nicht so vor Augen. Das war damals Serie mit dem. War das Fritz Egner? Irgendjemand, auf jeden Fall ein Fritz. Keine Ahnung, wer das war, aber es war auf jeden Fall der Synchronsprecher von Robin Williams. Mm. Und der, da saßen halt Leute in so einem. So ein Kästchen, das war so aufgebaut wie halt dieses XXO-Spiel halt, ne? Ja. Mussten gegeneinander spielen. Das war ganz nice. Ich glaube, ich, ja. Versteckte Dinge. Muss ich hier buddeln irgendwie oder was? Eine Buddel voll rum oder was? Ja, buddel voll rum. Ich buddel auch hier voll rum. Ja, aber irgendwie auch nicht, weil. Nee, irgendwie auch nicht. Hier ist so viel zu holen, ey, eigentlich. Und wir haben noch kaum Charaktere, ne? Ja, also. Schwierig zu sagen. Weil wir haben einige, aber wir haben auch keine. Wenn ich mal so durchgucke, da unten steht's ja. Ja. Holy shit. Ha. Schiffe? Ja, gut, Schiffe geht. Wie halt solche Großschiffe endlich mal haben? Ja, dann fang doch mal an. Zu spielen. Ja, aber ich weiß ja nicht, wo sie durch dann gibt denn sowas. Gerücht kaufen, das zerstört sich ja hier. Nee, so ein Todesstern aus Wish will ich gar nicht haben. Ein Todesstern aus was? Von Wish. Ach so. Hier ist der richtige. Gerücht kaufen. Ja, nee. Machen wir nochmal an, zeig mir nochmal den Schatten. Welchen Schatten? Na, von dem. Von dem. Ach so. Schiff. Oder beziehungsweise von dem Todesstern. Hier ist der zweite. Ja. Der erste? Der erste ist hier. Das ist ein Pokéball. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Müsste so ein Hyperball sein oder sowas. Genau. Hyper. Hyper. Antrieb. Oh, guck mal. Da oben ist wieder, ach, so eine Station. Haben wir die nicht zerstört in Episode... Eins? Ja, wir sind aber wieder zurückgegangen in der Zeit. Nee. Also nee, sind wir nicht. Moment. Die Filme sind nur älter. Ja. Ja, du wolltest. Was macht der Bengel auf dem Klo hier oben? Sollen wir die Story weitermachen? Ja, also, ich wollte ja noch weiter. Ja. Zeit vergeuden. Ich meine, wir sind ja schon bald bei 100 Parts. Kann man ja auch noch nach und nach machen. Ja, ich gehe mal hier hin. Hier gibt's nämlich die. Ja, genau, du bist schon in der Nähe. Verzeiht, Sir. Diese R2-Einheit ist schon immer problematisch gewesen. Onkel Owen wird böse sein, wenn ich ihn verliere. Lass ihn uns zurückholen. Folge jetzt wurde so. Ja gut, mach ich. Können wir bitte wieder zurückwechseln? Du bist ja einer.
Ja, ich bin wieder ein Blechhaufen. Das stimmt. Ich kann nicht wechseln, das tut mir leid. Ja. Ab in die Presse mit dir. Ja, ist wirklich so. Was hat er jetzt wieder? Er sagt, da nähern sich mehrere Kreaturen. Wow. Sandleute. Das war eine geile Blende. Ja. Oh. Den habe ich gekonnt. Ja. Ich auch. Kein Suplex City für dich. Zum WWE Lego Spiel. Ich wäre dabei. Oh, da wäre ich auch dabei. Was jetzt? Hallo, ihr habt Glück, noch ganz zu sein. Ja, das stimmt. Ben Kenobi? Bin ich vielleicht froh, dass ich euch treffe? Sag mal, junger Luke, was führt dich in diese entlegene Gegend? Eine Essen. Er sagt, er sucht seinen früheren Herrn, Obi-Wan Kenobi. Ist er mit ihnen verwandt? Obi-Wan Kenobi. Diesen Namen habe ich schon seit ewig. Au! Dann kennt ihr ihn? Selbstverständlich. Sind wir bei Mario Kart oder was? Ich bin es selbst. Hier muss ich mich mal kurz hochhangeln. Ja. Aber nur um zu kicken, wo ich hier hinkomme. Also grinste mich eben so an, aber ich glaube, hier ist irgendwie. Na? Hm. Oh. Ich muss mal bei dir gucken, weil ich kann eh nicht klettern. Naja. Wo bin ich denn hier? Oh, das geht da gar nicht weiter? Doch. Ach, blöde Hitbox. Ach so. Ja, das, also. Ja, gut. Also, ich meine, klar, es war ja Absicht. Ne? Also. War ja klar, dass hier nichts ist. Nee, nicht wirklich. Kann ich in die Hütten reingehen hier oder was? No. Lol, ist nur aufgemalt. It's a trap! Oh no! Dieser Ameisenhügel hier. Nee, Termitenhügel. Was war das für? Ameisen oder Termiten? Was ist denn jetzt bei dir los? Bip, bip, bup. Hier kannst, kannst du übersetzen. Ja, toll. Kann ich hier hoch? Kann ich da? Nee, kann ich nicht. Das kann man bestimmt irgendwie drehen hier. Oh nein, jetzt muss ich. Na toll. Mein Mann kann. Hm. Jetzt läuft ATL. Ja, ja. Das ist so eine schlechte Soap. Es gibt tatsächlich eine Spieleserie, die heißt Mein Mann kann. Okay. Habe ich gestern erst gesehen. Und worum geht's da? Da sitzen Promis. Vier Promis sitzen an so einem Tisch. Ist wie so ein Pokertisch aufgebaut. Ja. Und deren Lebensgefährten sind hinter denen, hinter so einer Glasscheibe, in so einem, ja, in so einer Art Gefängnis, so Terrarium, keine Ahnung. Sind da auf jeden Fall eingesperrt. Ja. Damit man die halt nicht hört. Und ja. Da gibt es so Spiele wie. Man muss ein Stück Seife auf die andere Seite des Tisches legen. Aber die Seife ist glitschig und es ist getrennt durch einen Maschendrahtzaun und du kannst nur dadurch die Seife quasi
hoch durch das Loch durchziehen halt oder sowas. Okay. Wie viele Seifen schafft er und dann kriegst du halt Punkte und alles und die überbieten sich halt immer wieder. Ja. Und die halt in den Glaskäfigen sitzen, die verschränken dann so meistens die Arme über den Kopf und sagen, nun nein, das schaffe ich auch niemals. Bla bla. Oh Gott. Ja, genau. Ist so RTL-Niveau, sagst du. Ja. Was passiert hier? Nein! Fritz! Fritz! Oh nein! Ja, dann sehen wir uns doch im nächsten Part wieder, ne? Würde ich sagen, oder? So, bis gleich.